Noch sitzt hier niemand, aber am 6. Juni wird Bertram Meyer rechtmäßig Platz nehmen. Im Dom laufen die Vorbereitungen, emsig wird geputzt, auch die zusätzlichen Stühle in West- und Ostchor sind schon aufgestellt. Am kommenden Samstag wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hier im Dom sein und ein Grußwort sprechen. Die Bischofsweihe selbst wird vom Vorsitzenden der Freisinger Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, vorgenommen. Er ist der Hauptkonsekrator. Es steht jetzt auch fest, wer die Konsekratoren sein werden. Das ist zum einen der andere Metropolit der Freisinger Bischofskonferenz, nämlich Erzbischof Ludwig Schick von Bamberg. Und der zweite Co-Konsekrator, das hängt jetzt damit zusammen, dass Bischof Emeritus Konrad Starser jetzt abgesagt hat. Da merke ich, es ist einfach die Corona-Krise, die jetzt einfach ihn auch sehr beschäftigt und wo er sagt, aus den Gründen will er jetzt dann doch lieber nicht kommen, was sehr schade ist und bedauerlich ist, aber auch verständlich ist. Es ist einfach auch noch diese Zeit. Aber was jetzt sehr schön ist, der apostolische Nuntius wird dann der andere Konsekrator dann sein, der sich auch sehr freut, dass er das tun darf. Wie ich gehört habe, ist es sogar das erste Mal, dass er in einer Bischofsweihe in Deutschland als Co-Konsekrator fungiert. Abstand ist auch bei der Bischofsweihe einzuhalten. Daher dürfen nur rund 190 Menschen in den Dom. Nur diese geladenen Gäste werden bei der Bischofsweihe vor Ort dabei sein. Die Auswahl war natürlich schwierig, weiß Pfarrer Ulrich Müller, der als bischöflicher Zeremoniar eng in die Vorbereitungen eingebunden ist. Bei der Weiheliturgie ist zunächst anders, dass eben kein öffentlicher Gottesdienst möglich ist. Wir können nicht alle Gläubigen in den Dom einladen, die gerne mit uns feiern würden, sondern es wurden einfach Gäste ausgewählt, aber so ausgewählt, dass das Bistum in seiner ganzen Vielfalt auch dargestellt wird, dass sich alle aus dem Bistum, alle Gläubigen sich vertreten fühlen, also Kinder, Jugendliche, Ordenschristen, die Verbände, Priester, Diakone, alle sind vertreten in dieser Feier und von daher hoffen wir, dass das Bistum sich auch damit identifizieren kann. Auch die Domsingknaben dürfen wegen Corona nicht singen. Nur eine kleine Schola wird den Gottesdienst begleiten. Alle müssen natürlich den nötigen Abstand nehmen und auch einen Mundschutz tragen in der Feier. Ein Friedensgruß ist nicht möglich, man kann sie nur freundlich zunicken. Die Gäste sitzen sehr weit auseinander. Wir hoffen, dass trotzdem das Gefühl der Gemeinschaft aufkommt. Die Handauflegung und die Salbung wird bleiben, weil das sind die Kernelemente natürlich der Feier und die werden auch so vollzogen, wie sie vom Ritus her gedacht sind. Es wird ein großer Tag für das Bistum Augsburg, wenn Bertram Meyer als ein Nachfolger des heiligen Ulrich das Bischofsamt übertragen bekommt.